Hi guys, I'm here with FIFA All Stars at Gamescom. Hope you're having a sick time. Thank you. Thanks. Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Und das ist somit auch der erste Vlog aus Köln, beziehungsweise jetzt noch aus Selm. Wir fahren jetzt gleich mit dem Zug nach Dortmund. Gleich kommen noch die anderen. Wir pennen da auch alle zusammen in einem Haus bei Niklas Neo. Und ja, da sind auf jeden Fall jetzt mal am Start Julian, FIFA Club HD. Kennt ihr auf jeden Fall. Und der Margo. Ibims, ich muss pupsen. Ja, Marco muss pupsen. Ja, wir fahren jetzt eben, wie gesagt, gleich zu Gamescom. Und dieser Vlog wird auf jeden Fall nicht ganz so heftig geschnitten, weil ich halt leider am MacBook mich nicht so auskenne, beziehungsweise halt einfach auch kein richtiges Schnittprogramm habe. Außer iMovie halt, was halt schon oben ist. Da muss ich erstmal schauen, ob ich das alles ganz gut und halbwegs professionell hinkriege. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und wir sehen uns gleich wieder. Hi! Hallo Jungs! Moin! So Freunde, wir sind jetzt hier bei der Gamescom angelangt. Da sieht man das Ganze hier schon. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe gerade geschlafen im Zug und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin komplett broke. Wie ist der Eindruck? Der Eindruck von dir, der ist top. Ja, das riesiges Gebäude, Alter, wirkt alles sehr, sehr professionell. Die Tasche haben sie ganz, ganz kurz kontrolliert. Und wir hören uns einfach, wenn wir dann drinnen sind oder so irgendwie. Wenn wir noch zu hören sind. Genau. Hi guys, I'm here with FIFA All Stars at Gamescom. Hope you're having a sick time. Thank you. Thanks. Wir haben jetzt gerade einfach mal Mad HD Gamer Bateson und hey, wie heißt der nochmal? Tom Mailer? Jim? David Mailer. David. Du musst Lars die auch erwähnen. Jim. Hey, der heißt Jim Mailer. Jim Mailer? Wir haben einfach gerade Mad HD Gamer Bateson, David Mailer und viele weitere coole Leute getroffen. Auf jeden Fall ganz krass jetzt. Ja, reisen wir weiter. Bis gleich. Yo, wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen. Wir haben jetzt gerade den Chris. Wir haben jetzt gerade, ja, das sowieso. Und dort gehen wir was essen. Und wir haben jetzt den Chris, den Shenya, FIFA-Verfahren und so. Haben wir alle getroffen. War richtig cool. Und wir hören. Pshew. Yo, Leute. Was geht? Eins am Fett. Ich schneide das rein. Ich hab grad. Ich habe gerade so hart gepennt und die haben mir anscheinend Wasser in meinen offenen Mund geschüttet. Belastend. Ja Leute, ich bin einfach noch ein bisschen so cranky, ja. Deswegen vielleicht auch ein bisschen demotiviert, könnte sein, ja. Ich würde sagen, wir hören uns einfach, wenn Ali hübscher wird. Gar nicht mehr. Also morgen. Oder auch nicht. Also nie wieder. So Leute, hier haben wir den Tübe. Willkommen. Ja, zu und einem heutigen mein Kamera-Tutorial. Genau. Das ist meine Cam. Ja. AKA Camcorder. Hier haben wir die Lautstärke-Regelung. Und jetzt kommt's. Hier haben wir das Display. Drehbar natürlich. Zum perfekten Vlogging. Und jetzt das absolute Highlight. Die ausfahrbaren Mikros. Nein. Drehbar. Nein. Ja. Das ist heftig. Ja, und jetzt mal ganz kurz. Diese Kamera, ihr schreibt es in die Kommentare, ist diese Kamera von Toys R Us oder von Toys R Us? Einfach mal in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns. Leute, so, Marco war gerade am Klo und hat was zu erzählen. Hi Leute, ich war gerade auf dem Klo und ich musste ziemlich aufs Klo, groß. Und dann war ich auf dem Klo und eigentlich war alles gut, richtig gut, hat stabiler Schiss. Und dann war ich eigentlich fertig und dann plötzlich geht meine Tür auf, da kommt jemand rein. So ein alter Mann, ich denke so, ey, ich hab euch abgeschlossen. Der sagt dann so, ja, Entschuldigung. Ich so, ja, kein Ding. Habe ich abgeschlossen, einfach so ganz fest so gedreht und dann war die Tür zu. Dachte ich so, okay, stabiler Schiss fertig, kann ich jetzt eigentlich direkt wieder gehen, zurück zu meinen Homeboys, zurück zu meinem geliebten David. Und dann rüttel ich so und die Tür geht einfach nicht mehr auf. Das ist sehr schade. Und dann war ich erstmal ein bisschen verzweifelt, bis ich irgendwann zu dem Schluss kam, dass ich jetzt an der Tür klopfe. Und hat irgendjemand gesagt so, ja. Habe ich gesagt so, ja, könnten Sie bitte mal kurz einen Mitarbeiter holen. Der hat mir dann erklärt, dass man ganz fest drücken muss und nach rechts krecken muss. So an die Tür drücken, dann. Und dann ging es auf und dann habe ich nach ca. 15 Minuten Klo den Weg zurückgefunden. Das ist die Geschichte. Genau, und wir haben die ganze Zeit auf ihn gewartet und jetzt ist er glücklich, dass er wieder zurück ist vom Klo.
Leute, lasst ein Like da, wenn ihr David in einem FIFA-Match gegen Arnie sehen wollt. Arnie, seid dabei. Das spielen die beiden gegeneinander. Wer ist besser, Arnis oder David? Schreibt es in die Kommentare. Und kauft unseren Müll. Danke, Jungs. Ciao. Servus. So Leute, erstmal wieder schön gepennt im Zug. Ja, jetzt McDonald's, eher unfreiwillig, nur ich weiß nicht, was ich essen soll. Und ja, wir fahren jetzt dann wieder zu Niggi nach Hause. Er ist auf jeden Fall auch schon gut bedient. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim Niklas wieder. So Freunde, ich bin hier im Headquarter. Okay Freunde, das war es jetzt auf jeden Fall hier mit dem Video. Ihr seht es hier, habe ich gerade so ziemlich fertig geschnitten. Das Ganze ist eher ein bisschen ja, schwierig gewesen, weil ich mit dem Programm halt noch nie geschnitten habe. Aber ich denke mal, es geht ganz in Ordnung. Und ja Freunde, dann würde ich sagen, war es das an sich jetzt auch hier mit dem Stream. Und Stream-Video natürlich. Wo sind wir? Bei Niklas Neo daheim. Im Headquarter, genau. Wir sind im Headquarter und hier chillen die anderen noch ein bisschen so. Alle schon ziemlich müde. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Vlog wieder. Und dann würde ich sagen, habt immer High Hopes und ciao.